Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. So, da sind wir wieder. Kurz vorm Kollaps, würde ich sagen. Kurz vor der endgültigen Vernichtung. Kurz nochmal sammeln. 2500er Trupp. 5300er Trupp. 3000er in der Burg. Die werden hier wahrscheinlich... Nee, die können hier nicht joinen, weil hier zwei Marschalls drin sind. Gut für uns. Hier ist ein 2800er Trupp unterwegs nach Schleswig. Hier haben wir nichts. Wir haben die Stadtwachen, die Stadtverteidigung mit 2100 Soldaten und keine Einberufung. Bis der dahin ist, können wir zumindest nochmal einen Bogenschützen rausspammen. Das könnte helfen bei der Verteidigung. Und ich würde sagen, wir stürzen uns ins Gefecht. Ins Verderben. Ach, scheiße, ich gehe vorweg. Los geht's. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ach Gott, Leute. Leute, ey. Aber wir haben ein bisschen was gelernt. Ich habe auch ein, zwei Kommentare von euch dazu bekommen, zu der Taktik. Ich werde versuchen... Die Front aufzubauen, die Bogenschützen vorbringen, ballern und Bogenschützen zurück. Aber nicht so wie im letzten Fight, die einzeln teilweise, sondern ich nehme alle und hau dann wieder mit allen ab hinter die Tanks sozusagen. Ich denke, das wird helfen, die Kämpfe besser zu gestalten. Bisher war es ziemlich einfach, nur mit Bogenschützen. Aber jetzt, ja, jetzt wird's heftig. Und die lassen mich halt einfach keine Armee aufbauen. Das ist auch ein Riesenproblem. Permanent unter Druck. Da ist der Feind. Sie werden von unserem Angriff überrascht sein. Wir verlieren die Initiative. Oh, geht das schon wieder los? Angreifen. Die Initiative geht schon wieder los. Okay. Ihr. Haben wir wieder hier nur das Burgtor? Gucken hier mal kurz durch. Ja, also, wir sammeln uns hier. Na? Bereit zur Verteidigung. Jetzt habe ich sie. Auf strategische Position. Erstmal. Ich habe hier das Sagen. Mein Leben ist kostbar. Von dort können wir die Schlacht überblicken. Stopp, alle bewegen sich nicht. Die hier stehen, habe ich hier nicht alle angewählt? Ich habe hier das Sagen. Doch, ich habe sie alle hierhin angewählt. Achtung, Hinterhalt! Los geht's. Ihr dürft euch auch bewegen. Bogenschützen bereit! Was ist hier los? Mein Schutz muss gewährleistet sein. Ich habe hier das Sagen. Aber dann habe ich die nicht ausgewählt. Sekunde. Nicht zu nah an den Feind heran. Oh, der ist schon wieder. Das schon wieder. Selbe Situation wie in der letzten Folge. Aber diesmal machen wir es noch besser. Das war schon richtig cool. Mit den einzelnen Leuten da rausnehmen. Weil der bewegt ja seinen Arsch nicht nach vorne. Und das werden wir nochmal machen. Aber diesmal noch ein Stückchen besser. Wir hoffen mal, dass die hier nicht angegriffen werden. Während dem Übergang hier rüber. So, unsere Armee bewegt sich. Wo stellen wir uns erstmal auf? Hier vorne. Dann nehmen wir mal die und die ganzen Bauern. Auf strategische Position. Hier hin? Oder nee? Machen wir. Bewegung! Machen wir hier hin. Auf strategische Position. Und die ganzen Bogenschützen. Oh, die hat er alle ausgewählt. Sehr schön. Erstmal hier hin. Ausrücken! Und los. Ein bisschen schneller, Jungs. Wir haben keine Zeit. Gehen jetzt Initiative. Verdammt nochmal. Die gute alte Initiative, die ich hier verliere. Das ist anscheinend auch hier dieser
Ja, da steht's auch. Dieser gelbe Balken, den habe ich in der letzten Folge schon bemerkt, aber naja, also hallo. Ich bin immer noch der Meinung, die wollen noch meine Burg stören. Wir haben Vorräte für die nächsten 30 Jahre in der Burg. Also, na gut. Das sind aber nun mal die Spielregeln, dann halten wir uns daran. Das sind nun mal die Spielregeln. Ich habe hier das Sagen. Ach ja, die müssen wir auch noch mit hierhin bringen. Von dort können wir die Schlacht überblicken. Die Reihen schließen. Nicht zu nah an den Feind heran. So, okay. Okay, da stehen wir gut nah, würde ich sagen. So, ja, die schweren Ritter hier, die brauchen ein bisschen. Okay, alle Bogenschützen. Einfach mal hier drauf. Und dann hauen wir wieder ab. Einfach mal hier drauf und dann hauen wir wieder ab. Sie greifen über die Flankern. Ausrücken. Wieder zurück. Marschieren. Okay, die laufen nur hin und her. Position annehmen. Unsere Soldaten erwarten euren Befehl, Majestät. Ja, haben sie doch gerade. Wir dürfen die Initiative nicht verlieren. Unsere Schilde halten den Pfeil nicht stand. Wir stehen zurück. Unter schwerem Beschuss. Ausrücken. Okay. Marschieren. Also die so richtig trauen die sich nicht, aber ist okay für mich. Wir verlieren die Initiative. Wir müssen den Feind angreifen. Schießt auf das Ziel. Kein Problem. Vorsicht, sie greifen über die Flanke an. Wir werden angegriffen. Okay, das läuft jetzt hier bisher in super Geschwindigkeit. Ich werde das hier mal günstigere Position annehmen. Ein bisschen langsamer laufen lassen. Feuer! Unsere Soldaten erwarten euren Befehl, Majestät. Wir dürfen die Initiative nicht verlieren. Erreicht diesen strategischen Bereich. Ich mache aber auch kaum Damage hier, habe ich das Gefühl. Marschieren! Erreicht diesen zurück. Strategischen zurück, Bereich! Zurück, Jungs! Oh, wir verlieren! Wir verlieren mehr, als er verliert! Ausrücken! Marschieren! Zielen! Feuer! Guck mal! Was für ein Pfeilhagel! Da geht nichts runter! Na endlich! Jetzt fängt's an weh zu tun. Erreicht diesen strategischen Bereich! Sie greifen über die Flanke an! Schön unten bleiben! Von dort können wir die Schlacht überblicken. Marschall? Mein Leben ist kostbar! Marschall, Bogenschützen! Trotz ihrer Kavallerie! Okay, wir sind zurückgekommen. Schießt auf das Ziel. Sie schießen auf uns. Die Schwächlinge sind geflohen. Wir werden angegriffen. Feuer! Sie haben Bogen. Egal, ich bleib so stehen. Ich weiß, was das jetzt. Laufen davon. Wieso? Feindliche Truppen greifen unseren Anführer an. Ausrücken. Vorsicht! Sie greifen über die Flanke an. Feindliche Kavallerie. Okay, ich glaube, wir müssen. Es kann losgehen. Zu den Waffen! Obwohl. Keine Angst. Geh drauf. Trotz ihrer Kavallerie. Was sollen wir tun? Bereit zur Verteidigung. Mit der Klinge in der Hand. Sie schießen auf uns. Bogen nach oben. Feuer. Das sieht gut aus. Die Moral unseres Feindes schwindet. Der gegnerische Armeeführer wurde die Bauern getötet. Können wir opfern. Das Sie ist egal. Greifen über die Flanke an. Die wollen Feuer! Wir sogar opfern. Sie laufen weg. Hier haben wir. Nach oben. Feuer. Was sollen wir tun? Ihr helft hier. Niemand flieht. Einige unserer Soldaten sind geflohen, Majestät. Marschall. Wir müssen unseren Anführer vor dem Feind schützen. Bekämpft diese Narren! Schön unten bleiben! Sehr schön. Seelen!
Okay, die sehen erledigt aus. Mein Leben ist kostbar. Zurück. Man greift uns von der Seite an. Wir werden angegriffen. Wo ist das Ziel? Okay, unsere schweren Infanteristen lasse ich hinten mit Absicht. Ich will davon keinen mehr verlieren, die sind so scheiße teuer. Erreicht diesen strategischen Bereich. Okay, die hätten wir. Schießt auf das Ziel. Ich habe hier das Sagen. Greift vorsichtig an. Wo ist der Marschall? Wo ist das Ziel? Die feindlichen Truppen verlieren zunehmend die Hoffnung. Die Feiglinge fliehen. Unser Anführer wird angegriffen. Bereit zur Verteidigung. Verteidigt unser Land. Okay, weg mit dir. In die Hand. Weg mit dir. Wo ist das Ziel? Feuer! Legt an! Komm. Ihn nicht verlieren jetzt. Folgt dem Bannerträger. Bereit für den Kampf. Gott, die stehen da so getümmelt. Was haben wir hier noch? Wir haben noch ihn. Den haben wir auch noch, die Bauern. Bogenschützen bereit. Ausrücken. Mein Schutz muss gewährleistet sein. Die können wir jagen mit dem Marschall. Feindlichen Eroberungspunkt. Feindliche Kavallerie ist im Anmarsch. Unsere Truppen haben das Schlachtfeld verlassen. Mein Leben ist kostbar. Waffnet euch! Bereit für den Kampf. Mein Schutz muss gewährleistet sein. Mein Leben ist kostbar. Schön unten bleiben. Ja, ein bisschen was ist geflohen. Aber das sieht noch gut aus, glaube ich. So, den hier, ich hoffe, die machen das jetzt hier. Ein Bogenschützentrupp, zwei Bogenschützentrupp. Eins ist tot, eins ist abgehauen. Ach, kommt schon, Jungs. 1000 Soldaten hier. Wird eingenommen. Unsere Männer laufen davon. Es kann losgehen. Schlagt ihnen die Köpfe ein. Oh, wo kommt der denn her? Wo ist das Ziel? Ja? Alter, was steht ihr hier faul herum? Wir werden angegriffen. Bereit für den Kampf. Zieht die Waffen. Wir müssen unseren Was machen die denn? Schützen. Wieso bewegen die sich nicht dahin? Scheiß Bauern! Das passiert, wenn man Bauern in der Scheißformat. Guck mal, die trauen sich nicht. Da wollen die mich verarschen. 1000 Bauern. Wir sind unterwegs. Los, drauf da jetzt. Alter. Unsere Armeen sichern sich einen feindlichen Eroberungspunkt. Zieht die Schwerter. So. Ja, zu dieser Position da. Der Marschall, ne? Der zerreißt meine Bogenschützen hier. Ein feindlicher Mein Marschall ist tot. Wird eingenommen. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Zieht die Schwerter. Lasst sie unseren Stahl spüren. Es kann los. Alter, alle drauf da jetzt. Aber alle drauf. Wo bist du eigentlich? Mein Leben ist kostbar. Am Arsch der Heide. Sichern sich einen feindlichen Eroberungspunkt. Am Arsch der Heide. Und hier packt keiner mehr. Wo stechen die bitte schön hin? Bereit für den Kampf. Eine günstigere Position annehmen. Wir sind unterwegs. Marschieren. Erreicht diesen strategischen Bereich. Trotz ihrer Kavallerie. Wir sind unterwegs. Oh mein Gott, war das noch teuer am Ende. Feuer! Oh mein Gott, war das noch teuer am Ende. Feuer! Unser Anführer wird angegriffen. Unsere Schilde halten den Pfeil nicht stand. Na komm. Da sind noch drei Bauern.
Los, die weg mit euch. Sind geflohen. Feuer! Okay, wir sind erledigt. Ich sag's mal offiziell, wie es ist. Wir sind erledigt. Das war super bad. Gut, die Stadtwachen, egal. Unsere feigen Gegner haben sich vom Schlachtfeld zurückgezogen. Aber wir haben massiv Schaden bekommen. Massiv Schaden und das irgendwie eigentlich nur am Ende. Weil vielleicht hätte ich da den einen oder anderen Trupp hinschicken müssen. Aber das müssen die auch von alleine. Unsere also das kann ja wohl nicht wahr sein. Tot. Wir haben eine unserer Städte erfolgreich verteidigt. Ach du Scheiße. Und wir haben noch unseren Trupp verloren. Mit unseren drei schweren Infanteristen, die ich aufheben wollte. Wir sind am Arsch. Wir sind offiziell am Arsch. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Eine unserer Städte wird belagert. Wir haben nichts mehr. Wir haben Gold. Ja, wir haben Gold. Aber... Ja, mein Herr. Wir haben keine Einberufung, nix. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Oh mein Gott. 500 Mann rücken nach. Oh Gott. Oh Gott. Zurück in die... Unsere Gegner haben wir haben mit Wismar angefangen. Ich meine, wenn wir alle anderen Städte verlieren, dann haben wir nichts verloren. Weil wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch, Leute. Der ist tot. Tschüss. Eure Befehle. Du, kannst du dich heilen? Nö. Das ist nur unser Bauerntrupp. Unser Bauerntrupp hat überlebt. 5000 in Schleswig. 5000 in Schleswig, Leute. 3000 marschieren hier herum. Friede! Politische Übersicht. Norwegen, habt ihr Barm? Waffenruhe? Ja, also die wollen nicht, sagen wir es mal so. Die Sachsen kämpfen gegen die Deutschen, oder was? Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Ja, was denn? Handelserweiterung. Ja, super. Genau das brauche ich jetzt, ein Handel. König, seitdem dieser König da ist, ne? Dieser nutzlose Kaufmann, der keinen Skill auf dem Kaufmann-Button hat. Alter, ist alles den Bach runtergegangen. Ich schwör's euch, mit dem Thron fällt und stirbt ein Königreich. Also Schleswig werden wir wohl verlieren. Mit unseren Bauern hier. Ja, die eine schwere Infanterie ist hier noch drin, aber... Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Das wird nicht mehr das Ruder hier rumreißen. Da kommt der nächste. Mit 4000. Alter Schwede. 4000 Leute. Ja, was denn? Fremder Kaufmann meiden. Ja, leckt mich. Genau die Probleme habe ich hier gerade. Ach Gott, ach Gott. Ach ja, und eine Sache noch, worauf ich noch die Folge drauf hinaus wollte, wegen den Gefangenen. Habt ihr mir einen Hinweis gegeben, dass ich die mal freilassen soll oder köpfen soll oder egal was? Das kleine Problem ist... Lass mich gehen! Ich bringe euch um! Zeig euch das mal. Wenn ich den hinrichte, verschlechtert sich die Beziehung mit Norwegen? Aber nee, da passiert eigentlich noch mehr. Wo kann man das sehen? Okay, ich meine, wir sind im Arsch. Nehmen hier mit denen. Ich töte diese Gefängniswachen, eine nach der anderen. Hier haben wir es. Also wenn ich diese Rebellen und Co. oder alle verstoßenen Marschalls zum Beispiel hier hinrichte, wird die Meinung zu den Bauern verschlechtert, wird die Meinung zu den Schamanen verschlechtert und die Meinung zum Adel könnte sich verbessern. Besten Fall kriegen wir 1 plus beim Adel, wo wir minus 5 haben. Und ein Minus bei den Bauern, wo wir gerade auf 0 sind. Ein Minus beim Schamanen, wo wir gerade auf plus 1 sind.
Und im schlechtesten Fall passiert gar nichts im Adel und ich kriege hier einfach nur Minus-Minus-Attribute drauf. Lass ich ihn frei. Ah nee, das war freilassen. Entschuldigt, das war freilassen. Wenn ich ihn freilasse, könnte sich Adel verschlechtern. Achso, nee. Ach Gott, ich bin total verwirrt. Also hinrichten. Adel könnte sich verbessern. Schamane wird schlechter. Bauern wird schlechter. So. Freilassung. Kostet mich aber eine Kronautorität. Hier oben, wo ich auf plus 13 aktuell bin. Was gar nicht so bad ist, muss ich sagen. Aber ich bin auf 0. Ich bin genau in der Mitte. Dann geht das hier eins nach hinten. Schon in den roten Bereich. Und die Meinung des Adels könnte sich verschlechtern. Ist kein Muss. Bauernmeinung könnte sich verbessern. Und die Schamanenmeinung könnte sich verbessern. Also egal, was ich mache, es hat sehr wahrscheinlich negative Auswirkungen. Also da steht immer könnte, aber glaubt mir, die negativen Sachen passieren und die positiven Sachen passieren ganz, ganz selten. Bevor wir sterben, werde ich das mal durchziehen, glaube ich. Also wenn wir jetzt hier das nicht mehr überleben sollten, aber es sieht ganz schwer danach aus. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Und dann sehen wir mal, was Positives, was Negatives hier passiert. Aber lass mich gehen. Ich habe viele eurer Männer verschont. Jetzt sehe ich gerade, wenn diese Ritter Marschalls noch nicht verstoßen sind. Könnte ich den hinrichten? Das würde unsere Beziehung zu Norwegen verschlechtern. Die ist schon Katastrophe. Und die Meinung des Adels könnte sich verschlechtern. Die ist wahrscheinlich auch Katastrophe. Und wenn ich ihn freilasse, verbessern sich unsere Beziehungen zu Norwegen. Und die Meinung des Adels verbessert sich, wenn Frieden herrscht. Aber ich glaube, hier wird kein Frieden mehr herrschen. Und dann kann ich natürlich hier handeln. Den Marschall anbieten, ein ausgewähltes Königreich zu rebellieren. Also ich könnte ihn irgendwo hinschicken für 2500 Gold, dass er da quasi ja, wie so ein Rebell da rumwütet. Das wäre die dritte Möglichkeit, was ich mit den Gefangenen machen kann. Aber das kostet mich 2500 Geld. Und das heißt aber auch noch lange nicht, dass er das macht. Die Chance ist 60%, 61%, also naja, fast 50-50. So, das zu den Gefangenen. Deswegen lasse ich sie immer verrotten. Und, Der Feind brennt eine unserer da gab es noch einen Kommentar dazu, dass deswegen Aufstände, Rebellen in meiner Stadt passieren. Das stimmt nicht. Die Gefangenen haben nichts mit dem Aufstand in den Provinzen zu tun. Denn das hängt mit der Provinzstabilität zusammen. Und wenn hier irgendwas auf die Gefangenen drücken würde, würde das hier stehen. Hier steht illoyale Bevölkerung minus 20, kulturelle Spannung minus 10. Gebäude plus 3, Königreich Stabilität plus 13, Zufriedenheit plus 4. Und nur das hier, diese Stabilität entscheidet, wann Rebellen hier auftauchen. Also im Moment haben wir zwei negative. Ab dem dritten könnte dann hier wieder ein Rebellenaufstand herrschen. Das hat aber nichts mit den Gefangenen hier oben zu tun. Die können ausbrechen. Das Szenario hatten wir, glaube ich, in einer Folge, wo die ausgebrochen sind. Und mehr passiert da nicht. Lösegeld für den Marschall. Jetzt wollen die mir ein Lösegeld anbieten. Das kann ich nicht beeinflussen. Also ich kann nicht zu einem Königreich, wie zum Beispiel jetzt Norwegen. Wir machen das mal pro forma. Euch zur Verfügung. Muss nachdenken. Audienz. Achso, er will jetzt eine Entscheidung von mir haben. Also ich kann ihm, ich habe es mal ausprobiert, ich kann ihm nicht anbieten, dass er den Gefangenen rauskauft. Das Angebot muss von Norwegen selber kommen. Also, das wollte ich auch nochmal dazu sagen, weil ich glaube, da habt ihr geschrieben, dass ich ein Lösegeld dafür fordern soll für meine Gefangenen, die ich habe. Aber das kann ich nicht. Die müssen mir das Angebot schicken, dass die mir Gold bieten, wie der hier, für seinen Marschall. Da wir kurz vorm Verrecken sind, lehne ich ab. Ich bin bloß ein Soldat. Lass und richte ihn hin. So, wir haben den Marschall hingerichtet. Norwegen ist angepisst. Ist mir scheißegal. So, Waffenruhe. Nee, will er nicht. Ja, wir hätten jetzt natürlich Gold nehmen können. Normalerweise würde ich das machen, aber ganz ehrlich. Norwegen zerstört mich hier gerade. Was soll ich mit Gold, was ich nicht mehr ausgeben kann? Dann richte ich lieber noch einen Marschall hin.
unabhängiges Königreich gegründet. Ha, interessant. Ja, ich kann nichts machen, Jungs. Ich kann nichts machen. Eine gute Strategie. Die konnten wir jetzt einmal heilen. Die Meinung unserer Bauern hat sich verschlechtert. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Oh Gott, was war das? Ja, da oben brauchen wir gar nicht einmarschieren. Schleswig ist weg. Es gibt nichts Schöneres als eine kühle Brise am Morgen. Alter, parkt der direkt vor Wismar. Der will ja wohl jetzt nicht mich jagen. Och du Scheiße. Hier haben wir jetzt 2000 Verteidiger, okay. Wie lautet euer Befehl? Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Hier wieder einmarschieren. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Ja. Oh, Leute. Zu den Waffen. Eine Stadt wird belagert. Wir werden sie überrumpeln. Nee, ich habe keinen Bock auf diese Burgverteidigung. Ganz ehrlich, das ist immer ätzend, dass ich da angreifen muss. Habe ich keinen Bock drauf. Meiner Meinung nach müssen die mich angreifen, wenn die die Burg haben wollen. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. ...5.000 gegen 4.500. Mit etwas Glück überleben wir das. Eigentlich müsste unsere Festung hier jetzt auf den schießen. Vermisst die Pfeile. Vielleicht macht das nur, wenn Bogenschützen drin sind. Nahrungsmittelexport. Wir haben andere Probleme. Ja, ich habe zwar jetzt Geld, aber ganz ehrlich. Es sei denn natürlich, ich finde hier auf die Schnelle ein Söldnerlager. Dann könnten wir uns schnell einkaufen. Aber was heißt einkaufen? Da kosten auch Einheiten 4.000, 5.000. Dann könnten wir vielleicht eine Einheit kaufen. Meine Truppen warten. Hier könnten wir hin. Wir lassen sie nicht durch. Eure Befehle. Wir versuchen es. Hier geht es sogar noch vom Preis her. Ich denke, ja, weil ich die selber bauen kann. Deswegen sind im Angebot. Schwere Bogenschützen. Wir kaufen alles, was wir noch kriegen hier. Ach Gott, knicken wir hier ein. Unser Feind will ein Friedensabkommen. Wer? Ja, annehmen. Der Feind belagert eine unserer Städte. Okay. Dänemark hat mir Frieden gegeben. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Scheiße, ich muss schnell die... Na komm, Schiff auf, was ist das Problem? Ist nur ein Plus. Na Gott sei Dank. Entschuldigt, ja, ich weiß, Bewohner von Sachsen sind wütend. Tut mir leid, aber ich brauche jetzt deine Leute. Da unten. Und dann muss ich schnell zurück. Ach, scheiße, Leute. Oh, dass wir hier so heftig auf die Mütze bekommen haben. Wir haben die Stadt und die gesamte Provinz verloren, Majestät. Unser Armeeführer wurde vom Feind getötet. Die Meinung unseres Adels ist etwas schlechter. Ich bin bereit. So, gib mir... Die, wir könnten Verstärkung gebrauchen. Die. Das war's. Mehr Gold haben wir nicht. Meine Truppen warten. Ich weiß nicht, ob wir noch da noch rechtzeitig ankommen. Also, eigentlich muss ich noch Hamburg verteidigen. Hier lebe ich, meine Freunde. In Hamburg.
Falls auf die anderen Städte. Hamburg darf nicht fallen. Hier haben wir auch die. Haben wir hier nicht die schwere. Ja, die schwere Waffenkammer. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Oh Gott, das ist ein 15er Marschall da drüben. Alter, das ist so übertrieben. Die KI, Alter. Woher nehmt die ganzen Bücher? Die müssen ja 1000 Bibliotheken in den Dörfern haben. Was haben die denn hier? Wikinger. Ja, mit Wikingern greifen die an die Schweinebacken. Ich bin bereit. Letzte Chance. Ich muss, aber wissen wir, das ist unsere Hauptstadt. Ja, ja, wir haben alle verärgert. Plündert eine unserer Siedlungen. Es wird immer noch zu wenig, oder? Aber egal, das sind schwere Einheiten hier. Jetzt, die müssen jetzt, die müssen. Helfen wir unseren Brüdern. Ich lasse die campen. Ich mach das Scheiß mit dieser Initiative nicht mehr mit. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Tja, der wird aber nichts erben. Der wird aber nichts erben. Der König und seine erlauchte Familie. Oh, schade. Das wär wieder ein guter geworden. 5 Sterne in Handeln. Das wäre wieder ein guter geworden. Ja, der ist auch. Tschüss. Bleibt nur noch er hier. Josef. Graf Josef. Der muss das hier rocken. Wir verlieren. Steht da. Truppenstufe, ja. Aber ich habe schwere Einheiten. Der hat nur Bauern, nordische Bauern. Leichte Speerkämpfer. Das ist doch nix. Leichte Infanterie. Komm, kämpft, Jungs. Kämpft. Ah, da sind schon Bogenschützen im Nahkampf. Wir verlieren immer noch. Oh, wieso verlieren wir so hart? Unsere Siedlung geplündert. Wegen dem 15er Marschall, ne? Diesen Drecksack, guckt euch den mal an. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Tja, das war's mit Wismar. Unser Wikingerreich. Ach, hoffentlich habt ihr hier nur Bauernaufstände. Ich hoffe, die Bauern mache ich so, euch sowas von fertig. Schleswig, ja. Ein schwerer Infanterie ist hier noch drin, um Gottes Willen. Oh nein! KI, streng dich mal an. Du kannst doch nicht so versagen wie ich hier in meinem letzten Kampf. Und die schweren Bogenschützen sind schon im Nahkampf. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Alles im Nahkampf hier. Immerhin haben die einen Säbel, wie es aussieht. Aber der hilft nichts. Wir tickern hier nur runter. Und zwar sowas von heftig tickern wir hier runter. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Lasst uns Handel treiben. Ja, handel du mal. Handel du mal. So. Ich töte diese Gefängniswachen eine nach der anderen. Wenn wir Wismar verlieren, werden wir hier mal mit den Gefangenen das durchspielen. Mal gucken, wie viele positive Effekte da rauskommen am Ende. Die Hälfte richten wir hin, die Hälfte lassen wir frei. Der Feind hat eine unserer Städte und eine Provinz eingenommen, Herr. Unser Armeeführer wurde getötet. Die Meinung unseres Adels hat sich verschlechtert. Der Letzte. Unsere Schamanen sind mit unserem Vorgehen momentan unzufrieden. Sollen wir los? So, der Erste. Ich bin bloß ein Soldat. Den haben wir hier. Ortlieb. Den lassen wir frei. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert.
Ja, wir versuchen es mal. Kronautorität. Oh Gott, wir sind hier so eingekracht. Bei null. Nun gut, ich habe lang genug auf Rettung gewartet. Unsere Kronautorität schwindet. Herr, Bauern freuen sich. Sind begeistert von unseren Taten, Majestät. Adel ist angepisst. Das war's. 1:1. Ist okay. Adel minus 10. Wir lassen den nächsten frei. Ihr lasst mir keine große Wahl. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Der Adel ist freundlich. Bedroht unser Land. Mehr nicht passiert. Rebellenaufstand. Rebellische Diebe. Die Rebellen machen mir Schleswig platt. Wen haben wir hier noch? Wilrich. Den werden wir hinrichten. Unsere Kronautorität hat sich erhöht. Bauern verschlechtern sich. Schamanen verschlechtern sich. Adel verbessern sich. Schamanen hat sich verschlechtert. Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Hinrichten. Wir haben unsere Kronautorität erhöht. Bauern verschlechtert. Oh, war da noch was? Ich hab's nicht mitbekommen. Und wir richten den letzten hin. Ach du Scheiße. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. In Hamburg eingefallen. Da sind sie. Okay, der letzte, was machen wir mit denen? Den versuchen wir nach Norwegen zu schicken. Für 700 Gold. Angriff. Foltert mich nicht. Ich tue es. Ha, der ist rübergegangen. Anscheinend. Majestät, wir haben Söldnerlager. Kann ich den sehen? Landen entdeckt. Eine unserer Städte wird belagert. Ja, hier. Dann hätten wir das auch mal geklärt. Da ist er. Wir sind keine Banditen. So sieht's aus. Ihr seid meine private Armee. Während ich Schleswig und Hamburg verliere, könnt ihr da oben Unruhe stiften. Das wäre freundlich. Schön, dass das nur 700 gekostet hat, nachdem wir alles verloren haben. So, haben wir noch irgendwen? Nee. So. Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Noch einer. Ja, du kannst Kämpfer werden. Majestät, die königliche Familie. Ja, ihr werdet aber nichts mehr abbekommen. Ihr werdet wahrscheinlich zu dieser Zeit, Jahreszeit, ja, euch passieren, glaube ich, nicht so gute Dinge. Sagen wir es mal so. Ich glaube, euer Leben wird... Ja, super toll. Also, ne, ihr werdet in Geborgenheit aufwachsen. Davon bin ich überzeugt. Oh ja. Oh ja. Ja, Leute, das war zu erwarten. Die eine Schlacht am Anfang, ja, die lief nicht so besonders gut, aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, nach der letzten Folge... Wo wir die ganzen Armeen gesehen haben, die sich um mich herum getümmelt haben. Ich glaube, da war schon klar, was passieren wird. Die Vernichtung Mecklenburgs. Noch sind wir da. Politische Übersicht. Aber wir haben unsere Verbündeten hier verloren. Pommern. Unseren besten Freund hier an unserer Seite. Rex Schweden hat die übernommen. Sich übrigens ganz schön fett hier machen. Dann immer wieder Dänemark. 10 Kriege mit denen gehabt in dieser Runde. Die immer wieder dann angefangen haben, Schweden mit ins Boot zu nehmen. Norwegen mit ins Boot zu nehmen. Dass die auch schön auf mich einkloppen. Tja. Und da sehen wir. Das Ende ist nah. Der König wird hängen. Ich meine, mit ihm hat das Elend angefangen. Davor haben wir gute Könige gehabt, die durchaus strategisch wussten, was zu tun ist. Und seitdem der da ist, kein Einnahmen, 44 Gold nimmt er ein. Lächerlich, mein der Typ. Name ist ganze Goldsäcke wert. Lächerlich, der Typ. Ehrlich. Als König. Als Level 15 König. Wo richtig bescheuerte Skillung hat er auch bekommen. Ja, und mit ihm fällt das Königreich. Mit ihm fällt jetzt das Königreich. Ach Gott. Also ich meine, wir hatten von Anfang an
eine schwere Position mit Mecklenburg. Ich finde, wir haben uns... weisen eine höhere Meinung auf. Ich meine, wir haben uns ziemlich lange, ziemlich gut geschlagen, uns ausgebaut, aber der letzte Krieg war zu viel. Entscheidende Schlachten heftig einkassiert, taktische Fehler gemacht, ja, auch auf jeden Fall. Ich erinnere mich an die Folge, wo ich, ja, ich hätte da den einen Trupp damals abfangen müssen. Das hätte eine Menge Soldaten das Leben gerettet und uns, glaube ich, deutlich in Vorteil noch gelassen. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. So ist es jetzt. Die Rebellen, die wir da oben hingeschickt haben, wurden platt gemacht. Ach, hier haben wir sogar noch ein Söldnerlager. Was ist euer Wunsch? Hilft uns aber, glaube ich, nichts mehr. Hat sich verschlechtert. Tod dem König, würde ich sagen. Mein Gott, wir hätten ihn direkt hängen sollen. Bauernaufstand und hängen sollen. Wie er auch aussieht. Viel zu freundlich für den König. Er muss grimmig aussehen. Grimmig und fies. Unsere Stadt wird angegriffen, Majestät. Ja, das ist mir nicht neu. Schön, dass du mich dran erinnert. Sturmangriff. Sturmangriff. Ja, die sind jetzt in die Stadt einmarschiert. Die wir Schweine. Haben eine Stadt und die gesamte Hamburg, Provinz tschüss. Verloren, Majestät. Die Meinung unseres Adels ist etwas schlechter. Wir haben unsere Schamanen verärgert, Majestät. Ein fremdes Kalifat hat den Dschihad ausgerufen. Jawohl, mach die fertig. Ich hoffe gegen Norwegen und Dänemark und gegen Schweden. Macht sie platt. Gut, das stand wahrscheinlich gerade gegen wen. Können wir jetzt noch nachgucken? Kreuzzug. Leider nein. Wir sehen nur hier den Kreuzzug. Die Welt steht euch zur Verfügung. Oh, was für eine lange Burgschlacht hier. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein. Ah. Unsere Königin hat eine wunderschöne Prinzessin geboren. Oh je, noch, Majestät, noch mehr Kinder. Der Dschihad ist vorbei. Unsere Armee ist mit unserem Vorgehen momentan unzufrieden. Also, die haben den Krieg aufgehört. Schön zu wissen. Provinz schließlich fremden was? Königreich an. Ja. Was ist denn hier? Also. Ich meine, wir spielen hier auf mal 3. Und meine Leute halten sich. Nichts passiert hier. Ist das hier ein Stellungskrieg geworden oder was? Unser Prinz kann jetzt neue Fähigkeiten erlernen. Eine Nachbarprovinz ist jetzt heidnisch. Ja, jetzt werden sie alle heidnisch. Nachdem ich 1000 Versuche versucht habe. Hat sich verschlechtert. Kann ich nicht verstehen. Ja, und die kämpfen hier anscheinend wirklich mit Boxhandschuhen gerade. Keine Verluste hier, minimale Verluste nur. Keine Ahnung, was hier los ist. Kaufmann meiden, ja, leck mich. Wir haben eine diplomatische Gleich überleben wir noch. Hab keine Ahnung. Ach, das, was sind das? Sind das Rebellen? Das sind scheiß Rebellen. Ja, genau. Tötet mich noch mit der letzten Stadt mit Rebellen. Warum nicht? Klar. Super. Hey, Kollege, hör mal auf. Siehst doch, dass es mir dreckig geht. Seht das? Kann ich nicht mit dem quatschen, dass er aufhört endlich? Unser König ist tot. Preist seinen Nachfolger. Unsere Wirtschaft ist am Oh Gott, hier vergehen Jahre. Jahre, während das hier der Kampf hier weitergeht. Herr,
Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Unsere Armee ist mit unserem Vorgehen momentan unzufrieden. Ja, na gut, Leute. Das hier scheint eine längere Geschichte hier zu werden. Anscheinend, ja, ich weiß nicht. Greifen die Rebellen mit Stöcken an und wir verteidigen uns mit Mistgabeln. Da würde ich sagen, der Run ist zu Ende, ihr Lieben. Wir haben kläglich versagt. Es ist eure Schuld, weil ihr mir nicht bessere Ratschläge gegeben habt, ja. Ganz klare Kiste. Aber unsere Welteroberung hätte fast geklappt. Also, ja, wir hatten es schwer. Wir hatten es schwer gegen die nördlichen Penners, obwohl wir auch... Ein Friedensabkommen, Herr. Ja, jetzt wollen die alle Frieden. Fallen in unseren Landen ein, Herr. Ich meine, das ist alles schon egal. Alles schon egal. Ihr Lieben, dann wird leider der Run hiermit beendet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Sagt mir gerne noch Bescheid, was hättet ihr anders gemacht? Woran lag es? War die KI einfach zu brutal? Oder war der Spieler nicht gut genug? Und das will ich nicht hören, ja. Das will ich auf jeden Fall nicht lesen. Ich habe so einen Filter reingemacht. Der wird das eh blocken. Kommt gar nicht durch. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne Feedback, wie ihr den Run hier gefunden habt. Ob vielleicht noch ein zweiter kommen soll oder eher nicht. Mal gucken. Ich werde das auch ein bisschen spontan dann für mich entscheiden. Die Meinung unserer Armee hat sich verschlechtert. Ich wünsche euch alles Gute. Und vielleicht sieht man sich in einem anderen Run oder in anderen Let's Plays. Macht's gut. Tschüss.